Und gleich bist du Backstage wieder bockig, ey. Ja, die peilen das alle nicht. Herzlich willkommen zu Falsch aber lustig. Wer Game Shows mag, wird das hier lieben. Ja, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, einfach uns abonnieren. Und jetzt ausrasten wir Phyllis Tachtan. Elisa Murschu. Phyllis Lobrecht. Und natürlich die Glocke. Ich habe nie verstanden, warum man das macht. Und es ist einfach nur, guck mal, ich könnte jemanden töten. Könntest du jemanden töten? Vermutlich, ja. Ja. Aber du würdest schon Leute bezahlen, das also, zu machen, oder? Also mindestens töten lassen, wollte ich gerade sagen. Ja. Wir kommen zum ersten Spiel, es heißt Pass da und da nicht. Ich nenne euch gleich zwei Situationen und hier sagt man, was man nur in einer von den beiden Situationen oder zu den Personen sagen kann. Phyllis, du geile, okay. Phyllis, du geile Aubergine. Da würde ich jetzt ein Fass aufmachen, ja? Du passt so gut zu unserem Logo, auch farblich. Was kann man sagen über Hitler, aber nicht über Till Reiners? Er hatte Bartwuchs. Ja. Yep. Elisa, was kann man sagen über Hitler, aber nicht über Till Reiners? Zumindest hat er loyale Fans. Ja, echt mal jetzt, ey. Ja, bis heute viel in Brandenburg unterwegs, ey. Was kann man sagen über Hitler, aber nicht über Till Reiners? Felix. Hat es ins Hauptprogramm geschafft. Irgendjemand da hinten hast du richtig abgeholt. Wie Hitler. Was kann man sagen über Hitler, aber nicht über Till Reiners? Felix. Hitler wusste, dass er kein guter Künstler ist. Was kann man sagen über Hitler, aber nicht über Till Reiners? Felix. Das war wirklich sein Italien. Ja. Ich hab was Ähnliches. Ich möchte gern anschließen. Ja, ich möchte, bitte. Alle auf der Welt haben von Hitlers Schund und Asche gehört. Nächste Sache. Was kann man sagen über Männer, aber nicht über Frauen? Phyllis. Humor macht sie attraktiv. Was kann man sagen über Männer, aber nicht über Frauen? Felix. Wenn es da unten blutet, zum Arzt gehen. Guck mal, sehr, sehr männliches Gelächter da hinten in den Reihen. Boah. Elisa? Männer schlagen nur aus Liebe zu. Jesus. Das ist nur bei uns in der Kultur, Elisa. Aber auch gepaart mit diesem Lächeln dazu. Das ist einfach nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was kannst du sagen über Männer, aber nicht über Frauen? Phyllis. Wenn sie pressen, kommt kein Kind dabei raus. Sorry. Nee, willst du nochmal sagen? Ja, nee, nein? Ich lass ihn weg, das wird nicht besser, ey. Sondern Scheiße. Nein. Und gerettet. Nächste Frage. Was kann man sagen über Tiere, aber nicht über Kinder? Phyllis. Kann man problemlos streicheln. Was kann man sagen über Tiere, aber nicht über Kinder? Elisa. Habe ich auf einer Straße in Bulgarien gefunden. Sehr gut. Über Tiere ja, aber nicht über Kinder. Felix. Ist leider gestorben, aber naja, er war auch schon 12. Hat noch jemand einen? Felix. Ja. Können im Flugzeug assistieren. Elisa? Dreckiger Hund. Was kann man sagen über Tiere, aber nicht über Kinder? Drucken kein Kindergesicht auf ihre Wurst. Stark. Wäre aber ziemlich geil eigentlich. Kinderwurst. Dann würde ich sagen, meinen großen Applaus rasten wir aus für die Gewinnerin, Phyllis Tachtan! Ja, hat sie gewonnen. Wie ist denn das Punktesystem hier? Es gibt kein verficktes Punktesystem. Das Punktesystem ist, dass ich einfach irgendeinen Namen rufe, eigentlich von der Person mit dem auffälligsten Outfit. Ich sag mal, Aubergine gewinnt die Runde, würde ich sagen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Es ist das Lesen der anderen. Ich nenne euch gleich drei Promis und ihr gebt mir den Titel ihrer Biografie.
Wobei man sagen muss, die ersten, naja, das ist für mich ein Mensch. Wie lautet die Biografietitel von Dennis und Benny Wolter? Phyllis. Felix Lobrecht. Dennis und Benny Wolter, Biografietitel, Elisa. Kennt ihr höchstens vom Sehen vielleicht, eventuell, gegebenenfalls. Dennis und Benny Wolter. Felix. Zweizigartig. Sehe ich ein. Ehrlich gesagt, bin ich ganz ehrlich, ist zu realistisch, dass das der Titel der Biografie ist. Hat noch jemand einen für die beiden? Zwillinge, mehr aber auch nicht. Ich hab ja, noch ihr einen. Beiden, wenn ihr das seht, gerne einfach reposten. Ey, was? Zwei Biografien zum Preis von einer. Ja. Hätte noch einen? Bitte. Deutsche Hani und Nanni, meine ich. Ich habe auch noch einen. 100 Phyllis. Fragen, die wir unseren Gästen stellen, aber selber beantworten. Wir haben einen dritten Promi und ich weiß, wer das ist. Wie heißt die? Wirklich? Wirklich. So weit bin ich schon, dass ihr denkt, oh, er kennt jemanden. Ja, da war mal ein Plakat bei uns an der Bushaltestelle. Wie ist der Titel der Biografie von Matthias Schweighöfer? Phyllis. Der deutsche Elias Mbarek. Elisa. Sieben Gründe, warum deine Freundin ein paar Jahre älter sein sollte als deine Tochter. Deine Witze erklären sich immer erst im letzten Viertel. Und man denkt immer so, was denn? Oh Gott! Bis als würde man auf so einem Bahndamm stehen und denken, der fährt weg, der Zug. Oh Gott! Felix, Biografietitel von Matthias Schweighöfer. Wenn aus Grübchen Gruben werden. Hat noch jemand einen? Ja. Matthias Schweighöfer, der Herpes des deutschen Films. Untertitel der schon wieder. Teil 2. Er hat noch einen Ratgeber geschrieben. Mhm. Habe ich neulich gesehen. 10 Tipps, wie man am Set nicht von Til Schweiger geschlagen wird. Wir rasten aus für die Gewinnerin. Elisa Ramschuh! Yes! Wenn ihr eine Idee habt, wie die Biografie von Matthias Schweighöfer heißen könnte, einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht laden wir euch in die... Auf keinen Fall kommt ihr in diese Sendung. Wir kommen zum nächsten Spiel, das heißt Listen and Complete. Ich gebe euch gleich den ersten Teil eines Sprichwortes und ihr müsst ihn dann witzig vervollständigen. Phyllis, wer A sagt? Fake grad richtig schlecht ein Orgasmus. ich komme. Felix, wer A sagt, muss auch Usländer raussagen. Es war für die Potsdamer. Ey, ich hatte es auch, muss auch Dolf Hitler sagen. Elisa, wer A sagt, sagt zumindest mehr als Stephen Hawking. Phyllis, wer A sagt, ist beim Zahnarzt. Oh, ja. Wie süß. Ja. Phyllis, wer A sagt, Muss noch mal A sagen, wenn er gefragt wird, was er gerade auf Toilette gemacht hat. Phyllis, wer A sagt, muss noch eine Nummer dazu sagen, um beim Asiaten was zu essen zu bestellen. Nächstes Sprichwort. Felix, die dümmsten Bauern. Waren letzte Woche mit dem Trecker in Berlin, aber nicht, weil sie protestieren wollten, sondern weil sie sich verfahren haben. Elisa, die dümmsten Bauern. Halten Florian Silbereisen für hetero. Phyllis, die dümmsten Bauern. Melken Hühner. Elisa, die dümmsten Bauern. Haben kurze Beine. Aber dafür 3. Ja, ist eine ganz andere Sendung heute.
ist einfach mal frischer Wind. Die dümmsten Bauern, Phyllis. Haben ein IQ wie Kuh. Und gleich bist du backstage wieder bockig, ey. Ja, die peilen das alle nicht. Sind alle zu dumm für meine Witze. Du scheiß Allmanns, ey. Felix, du hast gesagt, du machst mich reich. Aber die dümmsten Bauern kaufen sich danach Tickets für ihr Solo. Ja, Mann. Ja. Ja. Geil. Leute. Ab September auf Tour. Super Plus. Kauft euch Tickets. Ja, ey. Geh mal Hühner melken, Alter. Hat noch jemand einen für die Bauern? Das sind Weiber. Was? Felix, was du heute kannst besorgen? Nee, hab ich nichts. Nee, das, nee. Sonst fange ich mir hier so ein Ding ein wie Phyllis mit ihrer Kuh. Was du heute kannst. Ey, weiß nicht, ob ich eure Tour auch noch begleiten wollen würde. Bin ich mir unsicher. Naja, was du heute kannst besorgen, Elissa. Besorgte die Epstein deutlich schneller. Jesus. Was du heute kannst besorgen, Phyllis. Lass lieber von dem Inder liefern. Was du heute kannst besorgen, Elissa. Das haben sich die Ausländer gestern schon geholt. Hast du noch einen, Phyllis? Ja, ist nur was vom Späti. Weil alles andere ist zu. Dann großen Applaus für den Gewinner des nächsten dieses Spiels, Felix Lobrecht! Ja! Das nächste Spiel heißt Verkauf mir das. Ich nenne euch gleich Produkte oder irgendwas. Ich nenne euch Produkte, Situationen, Zustände. Und ihr nennt mir den dazugehörigen Werbetitel, Werbeclaim. Wie sagt man? Werbeslogan. Gib mir die Werbeslogan für Kiffen, Felix. Kiffen. Kiffen. Catcalling für Männer. Shh, Big Man, Big Man, Big Man. Oh, Elissa, Werbeslogan für Kiffen. Kiffen. Dafür stehe ich mit meinen Augen. Phyllis Taschlern. Ich finde die gut. Phyllis. Slogan für Kiffen. Wie ein kleiner Burrito für die Lunge. Felix, Kiffen. Kiffen. Für interkulturelles Verständnis zwischen Weißen und Schwarzen. Hat noch jemand Werbeslogan für Kiffen? Elissa. Gute Preise, gute Besserung. Stark. Phyllis, Kiffen. Kiffen reimt sich nicht auf Arbeiten. Stark. Mit den Slogan fürs Kiffen, Felix. Kiffen, weil Selbstmedikation immer eine gute Idee ist. Noch jemand? Morgens, 9:30 in Deutschland. Wir haben ein nächstes Produkt, für den wir einen Slogan suchen. Es ist das Produkt Naturkatastrophe. Wie ist der Slogan, Phyllis? Ich habe mir für Vulkanausbruch auch gut ausgesucht. Mr. Lava Lava. Hey! Der passt perfekt zu meinem Kometeneinschlag Mr. Boombastic. Ey, meiner passt auch. Ich hab Vulkanausbrüche, it's getting hot in here. Ah. And here, and here, and here. Ich komm trotzdem nicht drüber hinweg, wie gut du Shaggys Stimme machen kannst, ehrlich gesagt. Soll ich nochmal machen? Ja, bitte. Mr. Lover Lover. Hot. Hot. Das will man von einer Frau. Nein, sie kann so gut Shaggy machen, weil er ja. Ich glaube, ich lieb sie. Okay, dazu passt der nächste, das muss ich gleich machen. Naturkatastrophe. Für Erdbeben habe ich noch ein. Erdbeben, jetzt kann jeder twerken. Naturkatastrophe, wir brauchen einen Slogan, Elissa. Vulkanausbrüche, islandsam auch genug. Felix. Ich habe Lawinen. Niemand bringt mehr Hunde in Arbeit. Naja, Getränkehunde aus den Comics. Ja, ich habe noch einen für Waldbrände. Schön. Das geht raus nach Brandenburg.
Waldbrände, der Beweis, dass Gott ein Türke ist. Denn er grillt überall. Stark. Ich hatte noch einen. Ja. Für Tsunamis. Mhm. Atomkraft, nein, danke. Fußball, gib mir den Werbeslogan. Felix. Ich bin sehr progressiv, deswegen habe ich einen Slogan für Frauenfußball. Ja, klasse. 22 Girls, One Cup. Gib mir den Slogan für Fußball, Elissa. Fußball Deutschland, Ilkay Gündoğan, Leroy Sané, Jamal Musiala. Wallah, wir sind divers. Wie ist der Werbeclaim für Fußball, Phyllis? Was Deutschland einmal ganz gut konnte. Ach, das seht ihr nicht ein, ne? Nee. Das geht zu weit! Ja. Kommt hierher! Scheiße, ich habe mir gerade richtig viele Feinde gemacht. Nee. Fußball, Deutschland ist richtig gut da drin. Felix, für Fußball? Ich hätte noch einen für Frauenfußball. Ja, gerne. Weil mir es einfach ein Thema ist, was mir wichtig ist. Frauenfußball, endlich Weibern legal hinterherpfeifen. Oh, okay. Ich habe auch einen zu Frauenfußball. Bitte. Frauenfußball, TV bleibt aus. Phyllis, Werbeclaim für Fußball. Fußball, ole, 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 ole. Dann großen Applaus trotzdem für den Gewinner dieses Spiels, Felix Lobrecht. Ja! Falls ihr Werbeclaims habt für Fußball, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vergessen mitzuzählen, wem ich wie viele Punkte gegeben habe. Wenn es jetzt also um den Sieg geht, würde ich sagen, naja, sie hatte nur eine Chance und deswegen hat sie gewonnen. Großen Applaus für Elissa! Oh! Und Elissa gewinnt, natürlich so wie alle GewinnerInnen dieser Staffel, die Chance, einen Satz zu nennen, den ich dann nächste Woche auf Instagram posten muss. Was werde ich posten? Oh nein, oh nein. Ich hab dich nur genommen, weil ich dachte, du bist die Einzige, die mir meine Karriere nicht kaputt macht. Digga, ich komme aus Neukölln. Ja, war dumm. Okay, was schreibe ich denn? White Lives Matters Too. Hä, das hast du doch letztens erst gepostet. Nee, das warst du. Okay. Ja, werden spannende 7 Tage. Ganz ehrlich. Naja, dann sag ich sagen, großen Applaus! Das war's für heute mit Walter Balustig. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren oder hier aufklicken für eine andere Folge. Oder auch da, gibt's so viele Folgen. Bis zum nächsten Mal.